Und herzlich willkommen mit dabei ist IT Command One Jupe. 39 Szenario gegen Jutman, der. Jeder haut nochmal raus. Die ziehen ab. Da wird auch gerne die Bahn benutzt. Flucht unmöglich. Auch schon die nächsten Orte nieder. Können wir mal wieder in den Osten? Da sieht es gerade entspannter aus. Ich will das hier nicht die ganze Zeit mit ansehen müssen. Ja, der Hafen hatte da. Ach, jetzt gehen wir einfach aufs Bergwerk. Ich dachte schon, dass eine Landung vorbeiguckt. Aber ein gutes Argument, die Garnison in Trondheim hochzuziehen. Und sogar Kiew. Der hat da gemerkt, dass ich kein Interesse hierhin wirklich daran hatte. Oder braucht er die Leute, um irgendwie Moskau zuzumauern? Gut. Wir ignorieren Afrika einfach so lange, wie es geht und kümmern uns um die Abschnitte, die gut laufen. Die 23. U-Boot-Flottille könnten wir bei Kiel einsetzen. Wir könnten die aber auch ins Mittelmeer schon bringen. Mehr würde der doch abgeschossen werden. Lieber alle deutschen U-Boote hier drüben versammeln, wenn wir sie haben. Und das ist erst 42 irgendwann. Deswegen kommst du nach Kiel. Auch keine 35 MPP bezahlen. Nicht, dass wir das Geld jetzt, also das Geld wäre ja durchaus da. Aber wir haben genügend andere Sachen, die Geld kosten. Ach ja, und fangen erstmal hier oben an. Mal zurückgeschlagen, mach aber auch. Ja, die Infanteriewaffen? Hat er zu viel Geld? Spaß wieder zurück. Geht's darum? Bisschen Sport, mal rauslaufen und wieder reinlaufen. Machen die das? Du hast hier bald keine Versorgung mehr. Gut, die Eisenbahn nach da oben ist jetzt garantiert weg. Das hat wahrscheinlich inzwischen jeder mitbekommen. Nur dahin, wenn du auch nochmal zurückgehst. So, du schleichst. Ja, jetzt habt ihr auch noch Schlamm. Ob du jemals die Orte da erreichen wirst, um da lang zu gehen, weiß es nicht. Du stehst darum. Gedacht, dass er den Zerstörer abschießt. Und dann wurde er auch noch vom Schlachtschiff versenkt, also es läuft nicht so mit den Zerstörern. Vielleicht kann es der Jäger ein bisschen aushelfen. Okay, du hättest ein 1-0 gegen dich, das kann man jetzt nicht machen. Die Armee bei. Würde eigentlich ihren ersten Stern kriegen. Nächster. Versorgung ist da ja. Ich fürchte, das hätte was für sich. Die Finnen selbst werden hier recht durchbrechen können. Nur ein bisschen Stress machen, aber nichts wirklich Ernsthaftes. Ja, hier drüben. Kann ja nur dahinter gekommen sein, dass es keinen ernsthaften Angriff auf den Grad von Süden bis jetzt gibt, dass er schon die Festung da leer räumt. Ich weiß nicht, wie er das gemerkt hat. Warum ist hier auch völlig am Rande? Und da stehen wahrscheinlich welche drin, oder? Ja, wäre zu schön gewesen, den Ort einfach geschenkt zu kriegen.
sagen, dann könnt ihr ja den ja auch da wenigstens belagern, aber der leichte Panzer eine volle Kontrolle zu. Ja. Okay. Also du musst eh den Schritt zurück, weil du ansonsten ohne Versorgung dastehst. Okay, und das ist hier ist auch ein Wald. Position. Vielleicht könnt ihr es ja demnächst doch irgendwie hinbekommen. Also die Magie mit Mobilität ist viel zu wertvoll für diese Nebenfront. Vielleicht kotzt ihr es aber doch demnächst irgendwie mal zusammen, demnächst den dazu belagern. Geben eine schöne Linie hier, wenn Ostrov auch besetzt ist. Um Leningrad muss sich irgendwer kümmern. Die wichtigen Sachen laufen hier. Drüben. Und warum sind die alle nicht unterstellt? Achso, ja, weil das andere deutsche Akku nicht hinterherkommt. Aber Versorgung läuft, der vordere kann nach Smolensk rein. Die Typen da brauchst du alle. Ach, der. Okay, den hätten wir vorher rausnehmen müssen. Brauchst du alle nicht. Da gibt es hier vorne genug, die du dir schnappen kannst. Jetzt bei dir aus. Den kannst du sparen. Und die aufnehmen. Der kommt nachher nach Smolensk rein. Da haben wir den ersten kaputten Panzer, den ich wohl erstmal heilen würde. Man könnte auch glatt überlegen, ihn zu upgraden, wenn er schon mal rumsteht. So, als nach dem anderen. Wir müssen hier vorne rein. Nach Möglichkeit Vjasma erobern. Aber da steht die Armee natürlich im Weg. Steht direkt dahinter auch die nächste Armee im Weg. So, ein Problem nach dem anderen. Wie sieht's dahinter denn aus? Ach, der Panzerzug, den gibt's ja auch noch. Und noch eine Armee. Ja, groß mit Blitzkrieg ist nicht viel, wenn die da mit den Armeen zustehen. Die eigenen Panzer immer mehr an Metallschrott erinnern. Aber der Kavallerist. Nehmen wir mal an, er hat den auch da dann auch leer gezogen. Nein, den nicht. Aber das Korps wird sich dann da irgendwann absetzen. Ja, Freiwillige vor. Da den 1-0 gegen sich. Auch ein 1-0. Bomber gehören auch in die Werkstatt. Der hätte halt ein 2-0. Kriegen wir kaum noch einen an. Der am besten an Vjasma rankommt. Aber das wird hier wohl alles schwierig. Infanterieunterstützung. Erst wenn man die Kontrollzone ausgeschaltet hätte. Der hat so gar keine Chance. Ja gut, sonst hau du zuerst und wir schauen einfach mal weiter, wie sich's entwickelt. Schöner Treffer. Der auch schon ein 1-1. Du versuchst nachher mit an den Ort ranzugehen. Sonst hau nochmal auf den. Gut gelaufen und die Kontrollzone von dem ist weg. Können es. Bomber sind ja mittelprächtig. Könnten und müssten vielleicht auch auf den hauen, damit wer auch immer da nachrückt, den angehen kann. Dafür ist Infanterieunterstützung doch was Schönes. Auch noch nicht das böse Feld da oben. Wir könnten hier jetzt einfach ranfahren und sehen, wie viel Unheil man vielleicht noch anrichten kann. Und der hat so viele Bewegungspunkte, dass er in die Stadt reinfahren könnte, wenn man es schafft, die leer zu räumen. Wir haben natürlich auch noch den Zug hinten. So, du hast vier Bewegungspunkte.
Sorry, du kannst da und zur Seite kannst du aber gar nicht. Das Molens gibt nächstes Mal eine 10er Versorgung aus. 9, 8, 7. Ja. Und der könnte ja schon einmal draufhauen und entschanzen. Die Lage angucken, aber gut, sonst fährst du. Du müsstest da. Warte, den haben wir hier auch noch. Ja, doch, warte, das ist doch der Mechanisierte von eben. Was erzähle ich? Da unten ist der andere. Leuchten halt das Feld, aber dann müsste da jemand runter von dem Feld, um den Zug ziehen zu können. Zugegeben, der könnte das machen. Aber falls man den Ort nehmen könnte, dann fährst du daran. Okay, der italienische Fadi könnte rein. Drei, ja, Fabret 2, das wäre natürlich weg. Ja gut, der könnte rein. Könntest du einmal anfahren und zurück und der Zug könnte dann da einmal schießen. Entschanzen, aber immerhin um 10 demoralisieren. Muss wohl reichen für den Moment. Keine Verschanzung, ist ein Anfang. Kann man mitarbeiten. So, dann. Na gut, die könnten natürlich auch hier rüberziehen, aber eigentlich. Denke ich, sollten wir Vias mal selber schon einnehmen. Wir haben hier noch Luftunterstützung. 1 zu 3 und 1 zu 2. Das sind erfreulicherweise Zahlenwerte, mit denen man arbeiten kann. Weil die nicht verschanzt sind, weil die hier alle noch relativ neu sind. Was sagt die Luftunterstützung? Dass sie am Ende ist. Und natürlich nicht ganz das, was ich erhofft hatte zu hören. Könnte natürlich aber, wenn wir den mit Luft unterstützen, die Kontrollzone schon weghauen. Okay, der Panzer auch nicht übermäßig viel weiter. Okay, der ist aber auch gar nicht verschanzt. Kann unser Zug demotivieren. Wieso Schaden machen ist, wir arbeiten noch dran. Mach das und geh nächstes Mal in die Werkstatt. ISIS hat jetzt auch nicht endlos viel runtergehauen. Oh, 2 zu 1. Das wären 8, die man weghauen könnte. Ich meine, wir können ja noch Flieger ranpfeifen. Sollte also eigentlich genügen, Fiasma zu erobern. Ja, da haben wir den besseren Schlag, aber ich will den Ort schon mal haben. Autsch. Runter auf 5. Wenn vielleicht doch einer von euch mal die Kontrollzone ausschaltet. Luftunterstützung? Ist doch jetzt nicht wahr, oder? Die üblichen Probleme, die man so hat.
Der Gegner will nicht drauf gehen. Jetzt stehen die da im Weg. Ach, warte, der hat noch. Glück, dass er noch da war. So, dann kann unser lieber italienische Falli da rein. Nicht viel anstellen, aber ich meine, wir haben den nächsten Ort in der Reihe. So, wie machen wir das ansonsten? Du läufst hier rein. Boah, solide Versorgung da vorne hatten die lang nicht mehr. Naja, und der Rest kommt hinterher, sammelt euch da drüben. Natürlich alle die Flieger nicht so ganz stark versorgt, weil die mal anderen Haku sind. Die noch frei und denen, die dich unterstellen und den da anholen, da kann man den da entspannter heilen. Ach, das ist der, der aus Afrika gekommen ist. Irgendwie gar nicht so und zusammengekratzt. Wieder aufpassen. Denke ich mal, irgendwer wird sich da schon auftreiben lassen. Dann haben wir noch hier eine Armee. Ja, was eigentlich tut. Vorne rennt. Ihr wühlt euch dann hier weiter rein. Ja, und ihr hier drüben. Das war eigentlich zu ambitioniert, hier mit runter zu schicken, aber hey, wir haben den Ort doch noch irgendwie gekriegt. Kommst vielleicht erstmal nach Norden mit. Könntest du hier nebenbei auf die Partisanen aufpassen und du wanderst dein Feld hier rüber. Dann hast du die beiden. Dafür ist die nicht gemacht, aber jetzt passt da mal eben mit auf. Gut, die Truppe ist nicht in der besten Verfassung, aber den anderen merkt man auch, dass sie ein bisschen die Puste ausgeht. Und dass sie halt ganz neu da sind, wenn die da unverschanzt waren. Sind die immer schon an einem von Moskaus Vororten dran? Drin. So, hier ist dann viel Kram, der nur rumsteht. Warum bist du bitte, hast du dich bitte schlagen lassen? Okay, hier noch die Italiener da neu. Ihr belagert den weiter. Du marschierst da lang, ist auch keiner schön. Und wenn hier frei ist, nimmst du das natürlich mit. Dann wird das Korps da wahrscheinlich sich demnächst zu Fuß absetzen. Dann sind sie hier im Allgemeinen auch weiter zurückgezogen und endlich müsste die Bahn da nach vorne funktionieren. Ja, sehr, sehr schön. So, wie sieht's hier aus? Ihr müsst den Typen eigentlich jetzt wegkriegen, sonst ist der Hafen gleich wieder einsatzbereit und das wird auch ärgerlich. Gibt hier aber erstmal keine weiteren Probleme. Sehr schön. Dass hier auch noch wer vorbei muss. Noch steht die Armee da, aber das ist keine Dauerlösung. So, wie sieht's? Das Bergwerk ist frei, das ist schön. Und das mit, wie sieht's da unten aus? Ich meine, wir könnten den da ein bisschen lang schicken. Da die Position schon mal weiter aus. Und was ist das hier mit dem nicht? Achso, das sind die Italiener. Jetzt kannst du auch nach vorne, gegebenenfalls sogar per Bahn. Dann treffen wir uns alle da vorne, alle sind glücklich. Du könntest hier rein. Weil wenn der Panzer nach vorne will, fährt er eher hier rum. Du könntest auch dahin und da können wir noch ein bisschen gucken.
Leichter Panzer, sonst entspannt. Eine blöde Position. Sonst nehmen wir schon mal ein bisschen Land ein. Aber das ist ein bisschen sekundär. Die Frage, wie stoßen wir hier am besten vorwärts? Holst du mal den Ort, dann haben wir den auch. Und die Flak muss weg. Haben wir durchaus kompetente Truppen dafür. Wir könnten vielleicht den ungarischen Pan. Weil der käme noch bis da oben immerhin ran. Was nett wäre, hier schon Ort anzunehmen, aber ich will auch da unten hin. Der mittlere Bomber, der gerade mal den Aufklärer mimt. Ich das ja mal angucken. Alles besetzt. Zum Beispiel der Stalino ist nicht sonderlich stark, den könnten wir wohl hauen. Wenn ihr hier aufgrund von Versorgungsproblem noch nicht so weit nach Süden kommt, wie man sich das immer wünschen würde. Dann würde ich den hauen und halt mit ein paar gucken, ob wir da oben lang kommen. Dann müsstest du aber du wahrscheinlich da Vollzeit hauen. Das ist wieder die Frage nach der Flak geöffnet. Na gut, du kriegst den fast und stellst dich dann irgendwo hin, wo du sprungbereit bist. Ja, die falsche Mega mögen wahrscheinlich auch keine Flak, wenn die im falschen Moment schießt. Dem da hinten unterstellt, aber das wird schon, die Hakus kommen hier ran. Und da haben wir mal einen verschanzten Gegner, brauchen also vielleicht Feuerunterstützung. So, bis vorhin kannst du springen. Vielleicht sogar bis da drüben hin. Aber da... Jetzt halt erstmal gucken, dass, also das ist so das primäre Sprunggebiet. Kann dir keiner helfen. Wir können das auch nicht so recht per Land aufklären. Könnte aber auch ins Bergwerk springen, wenn das leer wäre. Ich meine, auch soweit in Ordnung. Wen haben wir eigentlich noch als Jagdaufklärer? Du warst. Italiener könnten auch da anfliegen. Wahrscheinlich ist da eine Flak. Ja, aber die ist gar nicht... Ist wahrscheinlich Schrott, das Ding. Ein sowjetisches Akku ist womöglich auch noch irgendwo in der Gegend. Ich glaube, der strategische kommt diesen Zug mal volle Kraft mit nach vorne. Weil der hier doch sehr am Ende seiner Reichweite ist. Das heißt also am liebsten Stalino einnehmen, Chakiv einnehmen. Und dann hätten wir hier erstmal wieder ein Schwungland. Und Zeug dann mit der Bahn nach vorne bringen. So, wenn die Flak nicht interveniert, ist sie auch nur halb so gefährlich. Und er ist verschanzt, also da kann man durchaus einen Bomber draufhauen. Da, du kannst erstmal entschanzen. Heilung kriegst du auch noch irgendwann. Auch noch auf den entschanzen. Schick demoralisieren. Kommst eh nicht an den ran. Machst aber auf den sowieso nichts. Ja, ein sehr mittelprächtiger Angriff bis hierhin. Der ist von der Bereitschaft gerade relativ gut drauf. So,
2. Ist das, womit man arbeiten muss? Aber haut den nicht weg. Jemand Vorschläge. Oder wir brauchen ja wahrscheinlich noch einen, um reinzufahren. Er kann dann vielleicht auf dem Weg noch die Flak da wegmachen. Es war bisher herzlich wenig eingekesselt. Die werden wir alle bald wiedersehen. Welch Freude. Gut, und die anderen drei Panzer heizen dann schon mal darunter. Ihr habt eigentlich auch das, sage ich mal, die nördliche Ausrichtung dieses Vorstoßes da auch schon jetzt erreicht. Will ich gar nicht zu sehr noch weiter in die Richtung. Ups. Ich habe keine Partysachen, du kannst weiter mal die Gegend anmalen. Hier noch rumfahren, aber dann müsste irgendwer anders noch in die Stadt und die Decken und das kann nicht so recht jemand. Ja, dann erobert noch den Ort da. Die sind hier alle mit ihren Angriffen durch. Dann fahren wir mal ran. Direkt sehr offensiv da hinten hin. Okay, war doch ein bisschen drauf an, was da steht. Oder erstmal hier noch ein bisschen lang und gucken, was im Bergwerk steht. Nichts. Mann, das wäre womöglich dann was für den Fadi. Da reinspringen und dann hier mit Unterstützung geben. Noch mal wieder so einen Stress machen, wenn man einen einzigen Ort hier erobern will. Ach, und da kriegt er einen Schaden zu viel, sonst wäre 2 Sterne. Natürlich bei einem zu null Angriff, aber ich meine, das war klar. Wahrscheinlich nicht weiter erwähnen. Ah ja, gut, du musst wahrscheinlich hier rein. Den Ort dann ja, wenn auch schon, möglichst bald haben. Was natürlich schön wäre, den hier mal abzuschneiden. Und ordentlich auf den drauf zu hauen, aber hol dir mal den Ort. Auch auf einer 4. Also nächstes Mal dann Eisenbahn tauglich. Tja, und wo springst du hin? An den Rand der bekannten Welt und krallst dir das Bergwerk. So, jetzt hoffentlich kein Partisanfeld, das ist gut. Doch ganz ordentlich voran. Sage ich immer, hier ist die Bahn. Aber für Infanterieverlegung lohnt sich doch fast eher, wenn man noch den Zug wartet und die hier drüben hinbringt. Sonst, obwohl wenn der hier ist mit einem Gewaltmarsch, ja schon noch weiter nach vorne. So, du kommst, ja, du bist dahin und die Verlegung. Man kann ja auch daran verdienen, ja, daran verdienen, Gewaltmarsch, das ist wohl schon noch etwas besser. So, dann läufst du schon mal da rein. Hast du eine 10? Die Versorgung da vorne wird trotzdem Käse sein. Wir haben sogar mal fast gebrauchbare Werte. Weil die müssen sich bereit machen, nächstes Mal wieder Gewaltmarsch zu machen. Und zu springen vielleicht ohne hier
Felder für die Bahn zu belegen. Von da an Gewaltmarsch. Felder da springen, das lohnt kaum. Na, sonst geht da zumindest hin. Dann bringen wir neues Zeug da drüben irgendwie ran. Tonung auf irgendwie. Kommst mit. So, die Italiener müssen sich auch mal da vorne irgendwo aufstellen. Und das Kuh vielleicht da anbringen und erstmal zwei. Was haben wir denn? Okay, wir haben den noch, der wäre schnell und kampffähig, den könnten wir noch gut brauchen. Mit einer Gewaltfahrt macht er 12 Felder, das nächste Mal direkt mit an die Front. Und eine Armee hätte ich doch auch Spaß die Mobilität gegeben, da kommt auch mit, die anderen können fast wieder einen Zug warten. Oder haben wir andere hervorragende tolle Ziele? Okay, hier vorne kann man auch schon hin. Ah, weil Jasmin natürlich erobert ist. Das wäre eigentlich auch was Schickes. Kannst nicht verlegt werden? Gehst du aber irgendwie falsch. Na gut, warum der falsch steht, weiß ich. Der muss nochmal hier rein. Wenn er demnächst verlegt werden. Hier alle. Gut, also wir eine. Okay, für die noch eine kompetente Einheit rufen. Wenn da ein bisschen Infanterie mitmacht, ist das ganz nett. Ne, Italiener, den wir eben da rein tauschen. Dann kannst du dahin. Ah, ein bisschen Infanterieunterstützung hier vorne hilft ja auch mal, die Panzer ein klein wenig zu schonen hier und da. So, dann müssen wir hier noch gucken. Der wäre natürlich auch eine Option. Sonst teilen wir erstmal noch voll, weil da ist irgendwie alles belegt. Da ist so waldig. Wird sich auch halt fast lohnen, eher dahin zu fahren. Aber eins nach dem anderen, das sind jetzt noch so Mikro-Geschichten. Wir müssen erstmal die Italiener und seine Flieger nach vorne bringen. Er könnte natürlich dahin. Alles, was hier ein italienischer Flieger ist, sammelt sich mal um ihn herum. Zumindest lose. So, wo gehen die anderen Hakus hin? Die müssen natürlich auch hier alle hier vorrücken. Ach, du könntest mal da rein. Sieht zumindest nett aus. Dann kannst du hier auch einen Doppel-Haku supporten und ihr könntet das auch. Das heißt, die anderen beiden können durchrennen. Hier noch ihre 8, du hast deine 10. Ich hätte auch eine 8, aber das ist, weil da noch der höhere Wert ist. Und es geht Volldampf weiter. Anfang August. Wir könnten, ich weiß nicht, ob wir es einnehmen können, aber zumindest in die Nähe schon von Rostov rollen. Was für sich. Vielleicht kommt ihr doch noch näher ran. Solltet ihr auf jeden Fall. Dann kriegen wir vielleicht doch noch irgendwie Reichweite auf den Ort. So, dann haben wir noch Platzierungsgeschichten. Wer hat jetzt wo Partisanenprobleme und warum? Und wer will noch Armeen haben? Hier oben irgendwo Probleme. Also ihr solltet euch mal den kümmern, weil das können vielleicht die beiden Zehner demnächst machen. Wenn ich zu sehr eingekesselt bin, ihr führt hier euren optischen Kleinkrieg. Zeigt einfach irgendwie Präsenz. So,
E. Na gut, du hängst eigentlich am anderen, aber um auf Reichweite zu kommen, musst du da näher ran. Genauso auch du. Geheilt werden, aber vielleicht hast du irgendwie mal einen Notfallangriff oder sowas. Was weiß ich. So, das ist gedeckt. Der hat die zwei, der hat den. Der hat den, der Reiter hat den. Der verzieht sich wahrscheinlich bald. Du musst mir gar nicht so viel machen. Trotzdem mal Hallo sagen. Er kann natürlich eigentlich reiten, das wäre viel schöner als Partisanen aufpassen zu müssen. In der Ecke da sitzt, will das Go hier nicht rankommen. Wenn man das Feld schon hat, reitest du halt hier ein bisschen herum. Als die Karte etwas großflächiger an. Das mit dem Chor, da gefällt mir auch immer noch nicht. Eins nach dem anderen. Ihr kümmert euch um den. Hier noch Einheiten. Könnte man verlegen, aber scheint sich alles mehr zu lohnen, wenn die Bahn dann hier vorne noch durchläuft. Auch im nächsten zu bezahlen. Noch Partisanenprobleme. Ist erstmal noch gedeckt. Steht einer auf unserer Bahn, die brauchen wir natürlich. Da steht so viel Zeug rum. Was gerade, ich meine, du könntest da anlaufen, dann bist du irgendwie bei deinem HQ, aber du machst da. Gut, ihr könntet einen kleinen Krieg mit den Einheiten, die da sind, darauf führen. Ist das für den Moment auch sicher? Okay. Stehen hier noch ein paar Leute rum, die auf ihren Versand warten. Da die Zwischenzeit nutzen, zumindest die Armee mal fit zu machen. Das Korps vielleicht doch noch auf eine 8, wenn ihr hier euren Kleinkrieg führt. Ah, den auf 7 muss doch nicht sein. Jetzt nicht alles Geld gleichzeitig raushauen. Gut. Eine Menge Positionierung ist in Afrika noch irgendwer am Leben. Ja, der Panzer. Das Chor auch. Ah, das ist cool. Naja, alles nicht so wichtig. Steht da. Kümmern sich darum. Ach ja, diese Garnison wollte ich mal wieder hochziehen, weil sich's ja vielleicht anbietet. Die da schon stehen. Wenn ich doch noch eine andere Garnison damit runterzieht, nur so zur besseren Verteidigung. Hier aus einem der kleinen Häfen raus. Beispiel aufs Bergwerk. Obwohl dann bombt der halt die Garnison weg, die da stünde. Wäre auch nicht so das Wahre. Aber das heißt, du könntest Luftabwehr kriegen. Vielleicht hilft's. Gut. Der ist noch da. Da müssen wir mal was unternehmen. Das sage ich so lange, bis irgendwas gravierend Schlimmes passiert. Und dann sage ich, ich habe nichts davon gewusst. Oh, die machen da gerade im Osten gut Tempo, also. Könnten dich da hypothetisch noch ein Feld rausstellen. Hier runter, aber dann ist der Ort halt leer. Deswegen bleibst du da erstmal, wo du bist. Und ihr könntet nächstes Mal auch alle per Gewaltfahrt. Moral braucht ihr nicht. Weil die beiden haben sogar noch Moral. Deutsche Panzer ist ein bisschen eng hier runter. Genauso wie auch der und der. Also nehmt viel Land ein, da kommt dann Schwung Verstärkung ran und dann schießen wir hier alles kurz und klein.
finde, das klingt nach einem soliden Plan. Fallschirmjäger können sich jetzt nächstes Mal erst wieder bereit machen. Gut, dann haben wir noch Typen da rumstehen, aber erstmal ein U-Boot kaufen. Irgendwas forschen und dann noch sehen, was man macht mit der restlichen Kohle. Luftabwehr 2 wäre natürlich wichtig. Langstreckenflugzeug 1 überhaupt mal wäre wichtig. Industrie erweitern. Luftabwehr noch ein. Und noch ein U-Boot. Da die Dinger da sind, desto besser. Jetzt brauchen wir das Geld. Was kostet denn ein U-Boot ohne alles? 170. Oder das Langstreckenflugzeug. Ja, das müsste hinhauen. Da schon mal Stufe 1 wenigstens. Und ein U-Boot ohne alles. Der wird sich noch wundern. Und wenn er die U-Boot-Jagd immer noch nicht geforscht hat, wird er auch machen. Wir kriegen noch ein bisschen Arti, das ist auch ganz nett für die Kämpfe da drüben. Und noch eine Armee mit allem Drum und Dran. Und die Italiener noch Geld. Können wir den Italienern anvertrauen, sich darum zu kümmern? Ich meine, die haben hier eh Einheiten rumstehen. Wir haben hier gerade einen HQ und einen Chor von denen und noch eins. Der Front stünden die ja fast im Wege. Das italienische Ostexpeditionskorps wandert nach Frankreich. Herrlich. Aber hier stehen halt die italienischen Einheiten da rum. Je, die Briten doch noch auf die Idee kommen, hier Unsinn zu veranstalten. Da könnten wir auch näher dran gebrauchen, auch wenn die noch ein bisschen braucht. Hoffen, dass er dann gerade nicht die Bergwerke bombardiert, aber der strategische Bomber war gerade eigentlich eh in Afrika. Kümmert ihr euch mal darum. Gut, Geld ist verbrannt. So wie das Afrika-Korps. Das U-Boot nervt und wird weiter nerven. Wir werden ja noch nicht mal die Häfen los, das heißt, es wird immer weiter nerven. Aber der Marinebomber für die Deutschen steht eigentlich auch auf dem Plan. Mal sehen, und ich meine, die Offensive läuft. Wir haben Anfang August und stehen schon in der Nähe von Rostow und Moskau. Ja, Leningrad ist gerade nicht so hoch prioritär. Und der Plan halt hier, also für diesen Teilbereich alle Eisenbahnen abzuschneiden, außer also im Norden und im Süden. Wobei die Südverbindung haben wir jetzt schon hier durch. Dann am Ende in der Mitte mit dem strategischen Bomber das Platz zu schießen. Wir müssten aber noch hier rum, direkt vor Moskau, dann da und dann, falls da noch irgendwas drin ist in dem Kessel. Ich meine, er zieht ja auch schon Armeen zurück und sowas. Wird schon schief gehen. Zeit für Statistiken. Italien bei 87%, Deutschland bei 107%. Sowjets bei 83, Briten bei 89. Verlustzahlen. Das sind bei uns auch viele, viele. Nee, Schiffe werden einzeln gezählt. Wir haben den Deutschen so verloren. Deutsches Akku verloren. Wir haben den Deutschen, wann haben wir den Deutschen Befehlshaber verloren? Ich gerade gar nicht. Aber ansonsten, ach klar, Afrika, Afrika. Gerade eben. Gut, wenn man hier noch Afrika ausklammern würde,
Ja, das ist eine entspannte Statistik und die Briten haben bisher nicht viel verloren, aber der eine Flugzeugträger, der ist immerhin was wert. So, MPP technisch knapp unter 800 und die hatten 100, also 900 so ungefähr für die Achse. Alliierten haben 200 und ein bisschen. 200 und ein bisschen mehr. Also schon unter 500 in der Nähe. Und ihr seid ja unter 700. 1200 oder so. Leichter Vorsprung. Sind gut am Forschen und wahrscheinlich auch Einheiten kaufen und was man so braucht. Franzosen gibt es nicht mehr. Die Briten sind auch gut am Forschen. Also die Amerikaner sogar überholt in der Forschung. Aber wir forschen ja auch inzwischen ein bisschen mehr. Los, Amigo, die Sowjets mit Einheiten. Sicher in Grenzen. Dann alle weitermachen, aber die haben langsam so einen schlechten. Obwohl, die haben unterstützende Infanterie. Kann auch mal ein bisschen mitmachen. Und ihr müsst das hier schnell überbrücken, dann folgen euch so einige Einheiten im Schnellverfahren. Gewaltmarsch und da können wir einen HQ per Bahn reinsetzen, dann läuft er schon. Wir haben ja nicht die Bergwerke alle unter Kontrolle, was nochmal gut Geld bringt. Industriemodifikator gerade 85%. Und wir können das ja noch weiter forschen. Vielleicht kriegen wir noch einen Durchbruch beim U-Boot, das wäre nicht lustig. Leider nicht, aber trotz gewisser Schwierigkeiten auf den Routen überschreiten wir immerhin schon die 800-Punkte-Marke. Und damit dann an dieser Stelle auch erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch bei Dudeman mit rein und dann bis zur nächsten Folge. Bis.